Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind in einer neuen Folge Arborion und zwar ist das die Folge 102, ne? Und mein Name ist Asreiter und wir sind hier auf dem Weg, die Rohstoffe einzusammeln, die wir für den Maschinisten oder was auch immer es brauchen. Ja, wir sind weiter auf Suche. Alles klar. Ich sag mal, nach dem Intro sehen wir dann, wo es das gibt. So, dann schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Und zwar hatte ich schon einen Sprung in diesen Sektor gemacht. Wir gehen also auf die Strategiekarte. Weizen, Milch, Carbonextra, Fruchtzucker, das ist alles nicht das, was wir brauchen. Das bedeutet, wir reisen weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Und an der Strategiekarte runter. Wir richten aus, um dann dahin zu springen. Jo. Computer fertig, wir springen. Neuer Sektor, neues Glück. Ja, lädt ziemlich lange. Da sind wir, ab in die Strategiekarte. Hier gibt es einen Handelsposten. Schauen wir mal rein, was der Handelsposten so sagt. Güter handeln. Antigravgeneratoren, Energie, Luxus, Essen, Mais, Plankton, Satelliten. Nee, da ist leider auch nichts bei. Strategieseite-Karte ist jetzt nur noch diese Luxusessensfabriken und die Raumjäger. Das bedeutet, hier finden wir auch nichts weiteres. Oh, da gibt es eine weitere Strecke nach da oben. Das bedeutet, wir werden jetzt mal gerade schauen, dass wir dieses Tor finden. Was ist das da? Das ist ein Asteroid. Ich hätte gerne das Tor dahinter. Nord-Nordwest, das passt doch, oder? Dann fliegen wir da mal hin. Nur ein bisschen aufpassen, hier sind lauter Asteroiden. Soll da nicht unbedingt irgendwo dran ditchen. Oh, ich glaube, das passt so, ne? Ab ins Tor. Wenn das schon hier im Angebot ist, dann fliegen wir da durch. Weil da ging es ein ganzes Stück nach Norden, ne? Oder Nord-Nordwest. Ja, Ladebalken vorbei. Wir gucken jetzt hier in die Strategiekarte. Waffenfabrik, Waffenfabrik, Zulieferer, Handelsposten. Dann schauen wir mal in den Handelsposten rein. Güter handeln. Chlor, Energiezellen, Essen, Essen, Fleischkabel, Leder, Pilz, Platinrecken. Ne, da ist leider auch nichts. Und ich glaube, die anderen, die hier alle sind. Waffenfabrik, hat der vielleicht Halbleiter? Zielerfassung, Stahl, Sprengladung, das ist alles nicht das, was wir brauchen. Also hier auch nicht. Und wahrscheinlich der Waffenzulieferer hat das genauso wenig. Der wird ja nur die Sachen haben, die die Waffenfabrik braucht. Sieht danach aus, ne? Genau, da ist nichts zu holen. Und der Rest war, Handels hatten wir und die Ölraffinerien, da kriegen wir bestimmt auch nichts. Bedeutet, wir springen weiter. Dann würde ich sagen, springen wir mal hier hin. Aus der Karte, aus der Strategiekarte und wir richten aus nach da. Wenn er dann rum ist, dann können wir springen. Sprungbereit und los geht's. Ein Sektor weiter wieder. Da sind wir. Einmal Strategiekarte, Handelsdepot, das hört sich schon mal gut an. Die Lady meckert uns da unten an, dass sie nichts liefern kann. Dann heißt es, wir gehen erstmal auf die Karte und schauen zu, dass wir die Lady finden. Aber warte mal, das machen wir wieder so. Der Thomas hatte mir das ja gesagt, dass ich hier draufklicken soll, dann komme ich da schneller hin. So, die Lady ist da. Wir wollen in diese Richtung expandieren. Das heißt, die Lady springt dann nach da. Shift-Taste. Wir springen dahin. Gehen dann das holen. Gehen dann das holen. Irgendwas war jetzt gerade falsch gelaufen. Lady springt wieder dahin.
Ich habe die Shift-Taste zwischendurch nicht richtig gehabt. Das war das Problem. So, das heißt, springen jetzt mal dahin, da abbauen, das umtauschen und das Ganze wieder machen. Und er macht von 5 auf 3, das passt. Gut, die Lady ist dann unterwegs. Jetzt gehen wir hier auf die Strategiekarte wieder und schauen in den Handelsposten. Der ist schon ausgewählt. F sagt uns was? Güter handeln. Arzneimann, Energie, Giftmüll, Gold, Halbleiter. Halbleiter brauchen wir. Das bedeutet, wir müssen zu diesem 86 Kilometer entfernten Handelsdepot hin. Dann machen wir uns da auf die Reise und kaufen da die Halbleiter. Gut. Ja, weiter Weg. Und wenn wir die 20 haben, drehen wir schnell um, dann müssten wir die passende Bremsung hinkriegen, oder? Hier ist die Station. Abgebremst. Da oben ist ein Dockingport. Fliegen wir doch dann dahin. Ja, Transportersteine ist ja auch noch eine Sache, ne? Das war, glaube ich, letztes Mal, dass wir da wissen, was wir da brauchen. Oh, das hat gut geklappt. Wir sind dran vorbeigesegelt. Noch ein bisschen näher. Traktorstrahl, wann kommst du? Ja. Schwierig, ne? Traktorstrahl ist da, F drücken und wir kommen dran. So, und wir kaufen Güter und wir brauchen auf der Liste stehen 8 Halbleiter. Einmal die 8 kaufen wir, dann haben wir die auch schon. Und den Rest können wir hier nicht gebrauchen. Das bedeutet, wir haben eine Beziehung um 3 verbessert. Das ist jetzt nicht so der Hit. So, dann sind wir da schon mal durch. Gucken wir weiter. Wir haben hier noch ein Ressourcendepot und Handelsposten. Handelsposten ist da. Gucken wir rein. Güter handeln. Bioglas, Energiecontainer, Energiezellen, Plasmazellen. Das brauchen wir alles nicht. Jetzt bin ich gerade bei, aber das Ressourcendepot ist da hinten. Ne? Das ist weit, weit weg. Wenn wir mal in der Nähe eines Ressourcendepots sind, dann werden wir die Klamotten, die wir im Dingens haben, verkaufen. Weil wenn wir unseren Frachtraum hier jetzt angucken, dann haben wir ja immer noch hier Eisenmetallschrott, Nanonitmetallschrott und so, dass wir das mal umformen, damit wir das hier aus dem Dingens rauskriegen, aus unserem Schifflein. Ne? Gut, das bedeutet nochmal Strategiekarte, Reparaturdock, Handelsposten. Warte mal, Reparaturdock könnten wir doch mal gerade reingucken, ne? Was verkaufen die denn so? Güterhandel, Arznei, Kabel, Kraftgeneratoren, Metallplatten, Nanobots, Sauerstoff, Solarpanel. Ne, die haben das auch nicht, was wir brauchen. Gut, das bedeutet auf die Karte. Und hier gibt es einen Blips. Das bedeutet, den gehen wir mal dahin. Karte wieder weg. Wir richten uns aus und springen gleich dahin. Gut. Computer fertig. Jetzt. Und wir sind unterwegs. Nächster Sektor. Hoffen wir, dass da was ist, was wir gebrauchen können. So, Strategiekarte auf. Handelsposten aufrufen. In das F um die Güter und Energiezellen, Erz, Farbe, Hochleistungslinsen, Carbon, Munition, Munition, Reis, Stahl, Wasser. Nee, leider hier nichts. Nächstes, Rinderfarm, Milchfarm, Stahlfabrik. So elektronisch sehe ich da jetzt nichts. Vielleicht hier nochmal reingucken. Was haben die denn so zum Handeln? Stahl, nur Stahl. Gut, das bedeutet, hier war auf der Strategiekarte nichts. Schiffe sind auch nicht die passenden da. Das bedeutet, wir fliegen weiter auf der Karte und zwar dahin, würde ich sagen. Richten aus nach da und segeln da gleich hin.
Kampfeinsatz erbeten, hatte da gerade eben gesagt. So, dann gucken wir, was in dem Sektor ist. Als erstes Strategiekarte auf und Raumjäger, Munition. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht weiter gucken. Ne? Raumjäger könnten wir ja mal gerade reinchecken. Ausrüstung handeln, Crew handeln. Ne, die haben gar nichts so. Da brauchen wir gar nicht gucken. Also gut, was war noch? Munitionsfabriken. Alles nicht das, was wir brauchen. Karte auf. Und weiteste ist wahrscheinlich hier. Von den Navigationscomputer eingeben. Wir richten aus und warten, bis wir gleich darüber springen können. Gut. Computer berechnet. Computer ist fertig, wir springen. So. Da sind wir. Gucken wir rein. Ein Ressourcendepot, Raumjägerfabrik und Stahlfabrik. Das heißt, wir gehen mal gucken, wie weit ist es weg? 37. Das fliege ich jetzt mal an, weil das nicht ganz so weit weg ist, weil da will ich das Ding ins Austauschen hier, das, was wir im Lagerraum haben, im Frachtraum. Damit wir das loswerden, ne? 25 und umdrehen. Wo ist denn die Station? Sind wir zu früh umgedreht? Waren wir nicht schnell genug? Okay. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn wir noch ein bisschen näher müssen. Da sind Docking Ports. Dann mal in die Nähe von diesem hier. Traktorstrahl an und los geht's. Und hohe Erze raffinieren. Alle machen, nehmen und wir sind das Zeug los. Jetzt gucken wir mal in den Lagerraum, weil der sieht jetzt nämlich schick aus. So, Fusionsgenerator, Halbleiterprozessor und Transformatoren. Energieinverter brauchen wir, Elektronenbeschleuniger und Neutronenbeschleuniger. Dann ist das schon mal geklärt. Gut. Die haben ja hier nichts Gegner von außen, ne? Ressourcenhandeln, Ruhe, ne, können wir ja sowieso nicht. Gut, das bedeutet Karte auf. Und wir schauen mal, wo wir jetzt hier weiter entspringen. Das ist tatsächlich der nächste Blips zum Zentrum, ne? Koordinaten-Navigationscomputer eingeben. Runter von der Karte. Jetzt müssen wir mal gerade hier so ein bisschen wegfliegen. Und dann können wir dahin ausrichten, wo wir hin müssen. Alarm, eine große Flotte fremder Schiffe ist geschieden. Ja, nee, da sind wir jetzt nicht mit von betroffen. Wir fliegen weiter. Schilde schützen dich nicht vor Kollisionen. Ja, wenn ich da vor ein Ding haue, ne, vor das Tor haue, wenn ich da durchfliege, haben wir ja schon alles gehabt, dann ist schlecht. So, Waffenfabrik, Handelsposten. Handelsposten ist schon mal gut. F. Güter handeln, Aluminium, Erz, Carbon, Kohle, Kühlflüssiger, Laserköpfe, Munition, Sauerstoff, oder nichts dabei. Ja, dann nochmal Strategiekarte. Raumjäger, Gewürz, Transformatorfabrik brauchen wir nicht. Energie, Elektromagnetfabriken, Energieröhrenfabriken, Leiterfabriken. Ich weiß nicht, was die da machen, aber wir können da ja mal gerade nachfragen. Elektromagneten machen die, okay. Energieröhrenfabrik. Die machen Energieröhren, ne? Jo, passt. Gut, war sonst noch was hier? Transformatoren hatten wir ja schon, ne? Ja, die haben wir schon. Das bedeutet, hier haben wir nichts. Lass uns mal gerade hier fahren, schauen, ob es jetzt wir Richtung Zentrum schon Saunit gibt. Hier ist ja schönes, schickes, großes Asteroidenfeld.
Ich sehe jetzt noch keinen gelben. Ist aber auch schwierig in der Suppe. Da ist ein blauer. Was ist das da? Ja, da ist das gelbe. Okay. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir müssten unser Schiff mal schauen, ob der überhaupt was. Nee, bei hier nicht. M nicht, sondern B. Was haben wir denn als Bestes hier für R abbauen? Das ist ein Titan. Wir brauchen ja Trinium, um Zaunit abzubauen, ne? Naonit. Der kann das bestimmt nicht, ne? Ja, brauchen wir auch nicht weiter probieren, weil, ja, der darf es nicht. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig. Es gibt hier aber jetzt auch nicht, wo wir was kaufen können, ne? Nee, jetzt müssten wir mal schauen. Wir waren ja schon mal in der Ecke. Gibt es hier einen Ausrüstungsdock, was wir schon gesehen haben? Ja, da. Dann springen wir doch mal dahin. Aber ich glaube, wir dürfen da nicht kaufen, ne? Aber Versuch ist es ja erstmal wert, oder? Da oben müssen wir ausrichten. Und schauen wir mal, dass wir dann zum Ausrüstungsdock einmal schauen, ob es da die passenden Waffen gibt. Und wenn, dann müssen wir hier die Beziehungen verbessern, dass das klappt, ne? So, Strategiekarte, Ausrüstungsdock. F, Güterhandel, ne, Güter. Ja, können wir trotzdem reingucken, ist ja nicht verkehrt, ne? Nee. Aber Ausrüstung handeln wollen wir. Auf unserer Lage dürfen wir keine Geschäfte mit ihnen betreiben. Okay. Die Fraktion hat sich dann verbessert. So, das bedeutet, was wir hier definitiv tun müssen, ist, dass wir hier schauen, dass wir mit denen die Beziehung verbessern. Das bedeutet, dass wir in unser Schiff hier den ausbauen und ein Top-Handelssystem einbauen. Gut, dann gehen wir mal da gerade gucken. Und keine Handelsrouten entdeckt. Ja, wir müssen mehrere Sektoren entdecken, um dass wir die Handelsrouten machen können, ne? Wie weit kann denn der? Wirtschaftsscan-Reichweite 15. Wirtschaftsübersicht, Galaxiekarte, ja. Bei Festinstallationen sind wir aktiv. Wir können Handelsroutensektoren 6 Sektoren machen. Zeigt Preise aller Stationen im. Ja, ich glaube, wir müssen den definitiv fest einbauen jetzt hier, ne? So, das haben wir getan. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Ah, und siehe da, wir sehen eine Handelsübersicht. Hier geht leider noch nichts. Aber das hier ist doch schon mal eine Aussage, oder? Eine Nachfrage zum Beispiel. Wasser wird hier stark nachgefragt. Angebot ist da. Okay, das ist ja schon mal eine Aussage, die wir richtig gut machen können dann, oder? Das heißt, einfach Wasser holen und irgendwo hinbringen, oder wie? Carbon. Differenz zwischen Angebot und Nachfrage. Diese Differenz bestimmt die Preisabweichung der Güter in diesem Sektor. Wir haben eine hohe Nachfrage. Wir haben ein geringes Angebot. Das bedeutet, wir müssten eigentlich jetzt zurückfliegen, schauen, dass wir irgendwo Wasser fassen. Oder Stahlröhren oder auch Halbleiter. Guck mal hier, Halbleiter brauchen wir hier. Und wir haben eben welche unterwegs irgendwo kaufen können, ne? Das müssen wir mit denen hier handeln, auf jeden Fall. Definitiv. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann sehen wir ja, dass wir hier oben dieses schicke, weite Dingens haben, Tor haben. Und da sollten wir dann gucken, dass wir da durchkommen und dann hier den Handel einmal zu florieren, damit wir gute Punkte machen. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.